Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ich find's gerade ein bisschen seltsam, einen kleinen Moment. Nee, alles in Ordnung. Ich hatte gerade nur auf dem linken Ohr nichts gehört. Komisch. Wo lauft ihr denn alle hin? Sag mal. Komm, ich laufe jetzt einfach mitten durch, jetzt ist mir das egal. Achso, ja, ich werde beobachtet. Da ist ein Spitzel, seht ihr es? Er rennt. Er ist weg. Und damit wären wir in der letzten Stadt angekommen. Was geht denn da ab? Ich würde hier am liebsten alle erstechen, ne? Aber gut, das machen wir später. Erstmal müssen wir uns natürlich reinschleichen, wie immer, ne? Kennen wir ja schon. Und dieses Mal gehen wir... Ja, ist eigentlich recht offensichtlich, ne? Entweder von links... Oder wir können es, glaube ich, auch von rechts machen, von hier. Das ist ja auch gar kein Problem, ne? Da gehen wir kurz rüber. Zack. Ha. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Na doch, wenn man rein will, ohne gesehen zu werden. Denk doch mal nach, Typi. Denk doch mal nach. Ja, sehr, sehr unauffällig, muss man schon sagen. Wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Alal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Und da wären wir auch schon. Ein ehrliches Tatwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Ihr müsst nicht länger darben. Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Der Typ da hinten, oder was? Mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ihr habt der Typ da hinten. Leben steht euch okay, bevor. Ziel erfassen. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Zu weit entfernt? Willst du mich verarschen? Das Geld knapp, aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene... Ich muss erstmal meinen Ton ausmachen oder Laser machen, sonst irritiert mich das. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödie? Sag mal, willst du dich jetzt wiederholen, oder was? Ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Na, geht doch. So, Befragung. Wir verfolgen jetzt diesen Typen in eine Sackgasse. Und da werden wir ihn zusammenschlagen. Theoretisch könnten wir es hier schon machen, aber dann sind die Wachen hinter uns her. Gar nichts gemacht. Ich drücke hier voll durch. Komm. Ich habe keine Lust, hier so lange der zu laufen. Oh Gott. Okay. Wie kannst du glauben, dich besiegen zu können? Ich. Das wird nicht so schwer werden. Okay, ich verprügel dich einfach alle. Komm. Kann ich dich kontern? Ich glaube, ich kann dich kontern mit meinen Armen. Na komm, ich brauch doch nur diesen Typen da. Ich brauch nur den. Mehr will ich nicht. Ach Gott. Ich muss mich schnell zusammenschlagen. Nein. Nein. Blocken, schlagen. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet dein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Werk. Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Ja, schönes Blut. So. Das war aber doch rechtzeitig, Alter. Wie die Penner mich einfach töten wollten. Hier drüben. Ich hab jetzt gemacht. Fuck. Nein. Ach. Na gut, dann kontern wir euch alle weg. Zack. Zack. Wolltest du fliehen? Willst du fliehen, hä? Ich lasse es nicht zu, dass du fliehst. Alter. Komm her. Das ist wirklich dein Ernst. Okay, nein, nein. Ich hol die versteckte Klinge. Geht doch.
So, und ich hab's gerade gesehen. Ja, es tut mir leid, ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab schon so lange nicht mehr auf der Xbox aufgenommen. Es war damals, damals war das schon quasi Intus. Ich wusste, wenn ich online komme, schnell auf Beschäftigen stellen, wenn ich aufnehme. Aber jetzt vergesse ich das immer wieder. Gut. Somit haben wir schon mal eine Befragung durchgeführt. Euer Leben ist verwirrt. Geist, komm, ich hab doch nur... Ah, nein! Ja, du Geist gemacht! Ich stand auf der Säule und hab dich angeguckt. Es tut mir ja leid. Ich wusste nicht, dass man dich nicht angucken darf. Okay, okay. Dafür kassierst du jetzt. Zack! Ah. So, wir wollen jetzt hier hoch. Ich glaube, das war eins der schweren Gebäude. Weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir mal. Und wie ihr seht, es ist kein Turm mehr. Es ist eine Kirche. Wow. Toller Sprung, Alter, ihr. Toller Sprung. So. Das wäre schon mal der eine. Und hier ist der Turm. Nee, das war nicht der schwere. Irgendwo ist hier noch... Also in jedem Assassin's Creed Teil gibt es mindestens ein schweres Gebäude, das man sehr, sehr schwer hochklettern kann. Aber ihr seht, das ist noch easy locker. So. Sehr schön. Und ab ins Heu. Wir gehen einmal kurz zu unserem Verbindungsmann und gucken, was der so Schönes für uns hat. Allerdings muss ich einmal kurz Rache nehmen. Kleinen Moment. Ist sowieso ein Gangster. Niemand wird Gangster vermissen. So, dann können wir uns auch ein bisschen die Stadt anschauen, ne? Hier ist auch eine Fahne, die muss ich jetzt nicht mitnehmen. Sammle ich sowieso später erst ein. Ja, lass mich los. Nein! Oh. Und so funktioniert das mit den Wurfmessern. Oh. Wie konnte das passieren? Hoppla. Schön neben dem Haus von meinem Verbindungsmann. Ich glaube, der ist hier oben, ne? Ach nee, das kennt. Ah, das ist ein Turm. Ich renne zum Turm anstatt zum Verbindungsmann. Ich bin ja auch so schlau, ne? So, und da wären wir auch schon. Ich glaube, das könnte sogar das höchste Gebäude hier sein, oder? Ah, da hinten ist noch ein gleich hohes Gebäude. Nee, ich glaube da hinten, die Moschee, das ist das Große. Aber egal. Werden wir später vielleicht auch hinkommen. Und... Oh, da hinten rennt einer rum. Ab ins Heu! So. Bis der umfällt, bin ich schon weg. Niemand wird gesehen haben, dass ich es war. Hallo. Ihr wagt es in meine Weisheit zu stellen. Vorsicht jetzt. Das kostet dich den Kopf. Du wirst nie entkommen. Ey, ich dachte, du fürchtest dich. Der wollte aufgeben. Habt ihr das gesehen? Am Arsch. Hier, geht erstmal einen in die Fresse. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Dankeschön. Muss jetzt hier aber weg, bevor eine Wache kommt. Was ist hier geschehen? Ich zeig dir, was passiert ist. Das ist passiert. Eine Leiche mehr. Sehr schön. Aber trotzdem möchten wir zum Verbindungsmann diese Folge noch gelangen. Deswegen, wie lang? Oh. Habe ich noch ein Wurfmesser? Ein Wurfmesser habe ich tatsächlich noch. Nur so, weil es mir gefällt. Okay. Der Verbindungsmann ist hier um die Ecke. Da ist er schon. Und ich bin tot.
Scheiße. Okay, ich würde mal glatt behaupten, das war verdammt knapp. Alter Schwede. Holy shit. Oh. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden bei der Moschee in diesem Viertel und im Osten vor der St. Anna-Kirche in der Nähe des Bab Arihar-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Ach komm, was habe ich dir schon getan? Ich meine, dir fehlt ein Arm wegen mir, ne? Und? Er kennt Memme. So. Okay. Informationen sammeln, ja? Irgendwie. Keine Ahnung. Ich möchte hier, ist gerade ein Skriptfehler aufgetaucht, oder? Ah, der Gefallene kehrt zurück. Seid ihr bereit für eure Mission? Nein, noch nicht. Achso. Ich weiß noch zu wenig. Darin stimmen wir überein. Ich konnte ihn gerade anvisieren. Cool. Theoretisch kann ich ihn also töten. Theoretisch, aber wahrscheinlich praktisch nicht. Na gut. Springen wir erstmal runter. Ich muss mir auch gleich nochmal ein paar Wurfmesser besorgen. Ich habe mir meine gerade verschossen. Es gibt hier so Ganoven, Schurken, Gangster, die hier rumlaufen. Und denen kann man die Wurfmesser wegnehmen. Und ja, das war's eigentlich schon. Man muss sie nicht töten. Das sind halt auch irgendwo Zivilisten. Ich finde das halt ein bisschen seltsam, dass man die Gangster nicht töten darf. Obwohl es ja Gangster sind. Ich meine, das sind schlechte Leute. Ist ja nicht so, als hätte ich dann Guten umgebracht. Hier sind überall so krass hohe Türme. Das habe ich damals immer geliebt. Die hohen Türme, guckt euch das an. Damals, auf der 360, vor was weiß ich wie vielen Jahren, da war das so genial. Okay, da hinten ist Taschendiebstahl, da gehen wir mal hin. Aus dem Weg! Und hier trainieren wir ein bisschen. Dankeschön. Sorry. Verwählt. 5, okay, ich hab wieder genug. Erstmal schön auffällig sein. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager, jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. Soweit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Interessant. Informationen, die wir ganz dringend benötigen als Assassine. Jetzt geh, komm, hau ab. Nun, Mönch. Komm schon, mir fehlt ein Finger. Ich kann nicht so schnell. Ah. Okay, sehr schön. Das war Nummer 2, ne? Das war Nummer 2, genau.
Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ihre Nachforschung sind Bennett schon. Ich dachte, wir müssen drei Informationen sammeln. Dann halt dich. Na, kommt alle her, komm. Dann beenden wir das ganz kurz. Er fällt einfach um. Noch jemand? Greif mich an, los. So, ihr habt die Wahl. Fliehen oder sterben. Tja, das heißt wir sterben. Und du? So. Wo ist jetzt das Opfer hin? Hallo? Hab ich das Opfer mit umgebracht? Hey! Ah, toll. Na gut, lass uns mal abbauen hier. Seltsam, ne? Irgendwo... War da nicht irgendwo eine Diebin? Oder... keine Ahnung. Wo ist jetzt das Symbol, das Helfersymbol da unten, ne? Also anscheinend haben wir ihr ja geholfen. Keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Ach, der Arme. Ich meine, gut. Er hat einen Arm verloren. Er hat seinen Bruder verloren. Mehr kann man, glaube ich, nicht verlieren, oder? Na gut, wir versuchen das auf jeden Fall so, ja, geschickt wie möglich einzufüllen, dass wir nicht gesehen werden. Könnte schwer werden, weil ich mich nicht daran erinnere, wo die Männer waren und was die alles gemacht haben oder wie das Ganze aussah. Wenn ich sehe, dann könnte ich mich eventuell wieder daran erinnern und könnten es versuchen, im Schleichmodus zu beenden. Das wäre schon echt geil, ne? Hoppla. Ach komm, ich will die scheiß Leiter nicht hochklettern. Ich will da rüber. Dankeschön. Wir behalten auf jeden Fall die Wurfmesser und sterben erstmal. De facto, wieso springt er einfach runter? Wir behalten die Wurfmesser definitiv gleich für den Auftrag. Und schauen, ob wir die vielleicht gebrauchen könnten. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Weit weg ist das? Ach so, ah. Der halbe Weltgeschichte entfernt hier. Irgendwo da hinten in der Ecke. Das kommt mir bekannt vor. Und da haben wir auch schon die ersten Wachen. Ich kann ihn nicht amüsieren, ne? Schert euch davon. Später brauchen die Waffen leider zwei. Fuck. zwei Messer. Das ist ein bisschen ungünstig, oder? Da können wir uns einfach so reinschleichen. Holy shit. Wer ist dafür verantwortlich? Fuck. Ich werde verdächtigt. So komme ich nie ungeschoren da rein.
Weißt du, was fällt dir auch darunter? Mann, dämliche Leiche. Hätte dich irgendwie ein bisschen langsamer fallen können oder so? Jetzt komme ich hier nicht mal mehr hoch. Seht nur. So, was ist das denn für ein Balken? Kommen wir. Wieso guckst du nach unten? Was soll das? So oben gucken. Wir sind hier keine Emos. Wir könnten versuchen, da irgendwie durchzuspringen, oder? Oder wir nehmen Geistliche. Ja, wie wir sehen, da unten wird das Tor bewacht. Kommen wir jetzt schlecht hin. Ich wette, wenn wir der Person da hinten helfen, dann kommen Geistliche. Kleinen Moment. Das könnte wehtun. Ah, nee. Seltsam. Wir meine Wurfmesser wieder haben. Dankeschön. Zeig. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab so einen Topf fallen lassen. Verdammt. Ich hab einen verdammten Topf fallen lassen, es tut mir ja leid. Hier weg. Was für eine Scheiße. Klettern, Alter, hier, klettern. Du weißt schon, wie das funktioniert, genau. Und versteckt. Lässt man so einen Topf fallen, weißt du, und alle rasten gleich aus. Was war da drin? Gold oder was? Naja. Ach, wir sind hier wieder am Anfang. Eigentlich hätten wir auch diese Frau befreien können, ne? Ich meine, die sind sowieso gleich hinter uns her. Dein Gott hat dich verlassen. Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Hoppla! Hoppla! Ich will die Typen! Toll! Au. Kannst du bitte ein bisschen schneller zuschlagen? Genau, so wie der Typ. So, der ist auch weg. Na komm. Na komm, du. Ach, muss ich nur noch selber stechen. Nein! Oh, ich habe noch ein Wurfmesser geworfen. Ich drehe durch. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Sag ich doch, Freunde. Und mit dieser Erkenntnis werden wir mal zu den Geistlichen gehen. Und dem Typen hier erstmal sein Messer klauen. Nein, komm, jetzt, komm. Ah! Genauso bekloppt man jemanden halt hier, genauso. Man hält ihm seine fingerlose Hand in die Fresse. Jetzt hör auf, seine Fresse zu betatschen. Und sollst ihm das Zeug klauen. So, was machst du denn? Hat er nichts mehr? Kann das sein? Habe ich den schon mal beklaut? Boah, ich nehme jetzt einen anderen. Das reicht mir. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder und die Geistlichen, die werden uns da jetzt reinbringen, ne? Genau. Haut rein, euer Zero. Tschüss.